Der Insektensommer vom NABU ist im Grunde Deutschlands größte Insektenzählung mit Hilfe von Bürgerinnen. Das heißt, wir rufen jedes Jahr im Sommer auf, Anfang Juni und Anfang August rauszugehen und Insekten zu zählen. Wir haben uns nämlich 2018 den Insektensommer eben ausgedacht, weil wir sagen, es ist ganz toll, wenn die Leute einfach mal rausgehen in die Natur, wenn sie Spaß haben, auch mal zu entdecken, welche Insekten noch da sind. Also all diese verschiedenen Lebensräume, wo man überall auch Insekten finden kann, da macht es einfach Spaß, dann zu schauen, welche Insekten kann ich da auch wirklich finden. Insekten sind ein unglaublich wichtiger Bildungsblock im Ökosystem. Das heißt, alles hängt irgendwie miteinander zusammen in der Natur und Insekten sind da sehr, sehr wichtig. Die sind natürlich ganz wichtig für die Bestäubung von Pflanzen. Außerdem sind sie eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere wie Frösche, Vögel, kleine Säugetiere, für Boden, Fruchtbarkeit. Gerade sowas wie auch Garten oder eben auch ein Balkon. Das sind Flächen, wo man normalerweise mit der Wissenschaft gar nicht hinkommen würde und wo auch gleichzeitig gar nicht so viele Wissenschaftler eine Zählung machen können. Also das, was die Leute da leisten, dass sie wirklich bis zu einer Stunde rausgehen und an einem Ort zählen, das ist wahnsinnig viel wert. Und wir bekommen aber auch die Rückmeldung, es macht den Leuten auch Spaß.